Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat Reviews. Heute schauen wir uns mal wieder eine Shared Mobility Plattform an, und zwar List & Ride. Die wurde 2017 gegründet, eigentlich aus dem Grund, weil die zwei Gründer in verschiedenen Ländern in Europa einfach nicht die Fahrräder gefunden haben, die sie gerne hätten. Daraufhin haben sie sozusagen das Airbnb der Fahrräder gegründet. Hier könnt ihr jetzt als Privatperson einfach euer eigenes Fahrrad anbieten. Es können aber auch Firmen Fahrräder zum Beispiel für Testfahrten anbieten. Und wie das ganze Konzept so funktioniert und was es da für Fahrräder gibt, schauen wir uns heute in diesem Video an. Viel Spaß dabei! Heute testen wir mal wieder ein weiteres Shared Mobility Konzept, und zwar List & Ride. Das ist eigentlich ganz cool, da könnt ihr eure eigenen Fahrräder anbieten und interessierte Personen können dann euer Fahrrad da ausleihen. Es sind aber inzwischen auch schon einige Firmen, die das hier anbieten, und zwar gerade Firmen, die auch Testfahrten mit ihren neuesten Produkten innerhalb von bestimmten Städten anbieten wollen. Die haben ihre Fahrräder dann bei List & Ride und dort könnt ihr dann relativ günstig das Fahrrad tageweise ausleihen. Und das probiere ich heute mal mit einem ziemlich coolen Bike aus. Aber das schauen wir uns gleich an. Viel Spaß dabei. Ja, wo geht's denn da lang? Ihr müsst hier hinten irgendwie in München durch. Das ist ziemlich versteckt. Dann wird es hier gleich nochmal links gehen und da irgendwo ist dann das List & Ride Experience Center. Da hinten im Eck. Hi Jasmin, grüß dich. Hi. Wir sind jetzt hier bei List & Ride. Und du hast mich gerade willkommen geheißen und jetzt wollte ich mal ganz kurz fragen, was ist denn so die Grundidee von List & Ride? Also im Grunde geht es darum, dass wir eben den Leuten hier zeigen können, wir haben so und so viele Fahrräder, ihr könnt alle Fahrräder ausleihen, ihr könnt auch ohne das Auto zu benutzen irgendwie wohin kommen und neue Leute kennenlernen. Also es geht ja nicht nur um unsere Testcenter, sondern auch um das Vermitteln von privaten Anbietern zu privaten Mietern quasi und dass sich dann Leute kennenlernen. Wir hatten auch schon teilweise Menschen, die sich dann irgendwie getroffen haben zum Fahrradfahren, Vermieter und Mieter zusammen. Genau, und da einfach irgendwie die Leute so zusammenbringen und Fahrräder an den Mann bringen. Ja, sehr coole Idee. Wie viele Fahrräder habt ihr jetzt hier aktuell im Programm bei euch in München? In München haben wir jetzt so um die 15. Es ist variiert immer so ein bisschen, was wir gerade reinbekommen. Genau, also manchmal sind es nur 10, manchmal sind es ein bisschen mehr. Und bei euch gibt es nicht nur München, sondern auch noch? Also wir haben noch ein Experience Center in Berlin, aber wir haben auch noch Teststandorte in beispielsweise Hamburg und so. Genau, also wir sind an sich mit den Teststandorten eigentlich in den meisten großen Städten in Deutschland vertreten. Genau, und sonst halt unsere privaten Anbieter auch in kleineren Städten. Ja, und hier vielleicht noch ein paar Facts and Figures. Also 2017 wurde das Unternehmen gegründet. Inzwischen gibt es in einigen Ländern in Europa ganz groß und etabliert ist es in Deutschland, Dänemark und Frankreich. Und es gibt inzwischen tatsächlich über 20.000 aktive Nutzer und über 22.000 Fahrräder, die ihr dort leihen könnt. Was ihr dort alles kriegt, das könnt ihr natürlich auf der Webseite euch selber mal anschauen. Es gibt es also nicht nur in den großen Metropolen von Deutschland, sondern eben auch in kleineren Städten, weil ja auch einfach private Nutzer ihre Fahrräder dort anbieten können. In den großen Metropolen, also jetzt zum Beispiel in München oder in Berlin, gibt es dann einfach nochmal so ein Experience Center, wo ihr dann eben Fahrräder auch von gewerblichen Anbietern testen könnt. Aber schaut einfach mal auf die Webseite, da gibt es schon einige interessante Bikes. Was ist so die maximale Dauer, wie lange man ein Fahrrad bei euch ausleihen kann? Also da haben wir jetzt im Grunde keine richtige Beschränkung. Wenn das mit dem Vermieter so passt, dann geht es auch auf jeden Fall auf längere Dauer. Also wir haben auch teilweise Mieten für 1, 2, 3 Wochen, gerade wenn man vielleicht im Urlaub ist. Genau, aber man kann das natürlich immer mit dem Vermieter abklären, ob es auch länger geht. Okay, und jetzt habe ich gerade noch gelesen, da unten steht dran, dass die Fahrräder sind auch versichert. Das heißt also, wenn ich ein Fahrrad bei euch leihe, dann ist alles auch gleich mit versichert. Das heißt, der Kunde muss sich da keine Gedanken machen, dass irgendwie das nachher teuer werden könnte. Oder kannst du das vielleicht ganz kurz erläutern, wie das ist? Also momentan ist es so, dadurch, dass wir jetzt quasi eine neue GmbH haben, ist der Versicherungsschutz aktuell nicht gegeben. Aber wir sind gerade dran, da einen neuen Versicherungsschutz halt wieder hinzubekommen, dass natürlich die Fahrräder versichert sind.
Deswegen ist es gerade in der Verantwortung vom Mieter selber. Aber man kann da natürlich immer schauen, ob sich da was machen lässt, gerade wenn jetzt irgendwie es einen platten Reifen gibt oder so, dass man da einfach kurz zusammen das pflegt oder sowas. Sehr cool. Und euch gibt es in Deutschland und auch noch woanders, in anderen Ländern oder eben nur in Deutschland? Nee, also wir sind auch international vertreten. Wir haben teilweise auch Fahrräder in den USA. Viel haben wir in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien. Genau, also man findet uns schon in mehreren Ländern, vor allem in den Urlaubsländern ist das ganz gut. Und vielleicht eine Frage noch, wenn ich jetzt tatsächlich selber ein Fahrrad habe, was ich auf eurer Plattform anbieten möchte, was muss ich denn als Fahrradbesitzer dafür bezahlen, dass das sozusagen bei euch angeboten wird? Also bei uns werden halt sogenannte Servicegebühren veranschlagt quasi, genau, die halt dann der Vermieter zahlen muss. Also die werden ihm dann quasi von dem Mietpreis von uns dann abgezogen. Ah, okay, das heißt also, ich kann prinzipiell erstmal kostenlos mein Fahrrad bei euch auf die Plattform setzen. Genau. Und wenn das einer bucht, dann kriege ich eben nicht 100% vom Buchungspreis, sondern nur ein genau. 95 oder sowas. Genau. Aha, okay. Also ja, coole Idee. Dankeschön. Sehr gerne. Dann probiere ich jetzt gleich mal mein Make aus. Zeigst du mir das? Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön, ja. Und dann hast du einfach dein Display und die wird dann halt angezeigt, in welchem Assistenzmodus du gerade bist. Das geht ein bisschen schwer, dann musst du einfach das hier so nach vorne ziehen. Aha, das ist halt der erste, ich meine, deswegen ist das so ein bisschen besser. Am besten mit dem Knie so. Ja. Ah ja, genau, da ist praktisch auch noch so ein kleiner Griff hier dran. Genau. Kann man das rausnehmen. Aber, okay. Und dann falls du das im Grunde so zusammen. Ach, und dann kannst du es abstellen. Genau. Wenn du hier auch wieder hochziehst und das dann so runter, hast du dann die Möglichkeit, den Lenker noch nach unten. Und dann kriegt man das Fatbike echt klein zusammen und kann es tatsächlich irgendwie mitnehmen, ne? Genau, wenn du stark genug bist. Wir machen das immer gerne zu zweit, dann geht es einfach. Ah, okay, das rastet dann gleich ein, dann geht's, ne? Ja, und ich hatte ja Listen Ride auch schon ausprobiert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch gerne mal das Video von mir auf dem Mate X Bike an. Ein sehr interessantes Fahrradkonzept. Ja, was haltet ihr von List and Ride? Habt ihr das vielleicht auch schon mal ausprobiert? Was für Fahrräder würdet ihr da gerne sehen? Also ich hatte ja noch erfahren, dass bei List and Ride demnächst das Volta Bayer kommt, dann die Rakete Boost von Bonvelo und auch noch das Angel. Also alles interessante Fahrräder, mit denen ich sehr gerne eine Testfahrt dort machen möchte. Dementsprechend drückt da unten gerne noch auf den Subscribe-Button. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch keine Updates. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Servus!